Hier nochmal zur Ergänzung zu dem, was Herr Holmkeller eben gerade gesagt hat. Es gibt eben den sogenannten Raum der Stille. Das ist also ein interkonfessionell ausgerichteter Begegnungsraum, der eben hier in diesem Bereich zusätzlich Möglichkeiten gibt, ich sage mal auch Dinge, die jetzt nicht direkt mit der Fachvermittlung zu tun haben, für Veranstaltungen zu nutzen. Hier nochmal das der Audimax oder der Veranstaltungsraum. Man sieht hier nochmal das Foyer mit den eben genannten Brücken. Nochmal ein anderer Schnitt. Das ganze Gebäude ist insgesamt also auch kompakter geworden. Wir haben ja auch das Verhältnis von Volumen zu oder Außenfläche von Volumen optimiert im Rahmen des Prozesses. Hier nochmal eine Ansicht. Zweite Ansicht. Ich zeige Ihnen jetzt mal etwas aus dem Prozess dessen, den wir erwarten für die weitere Folge. Das ist ein sehr vorläufiger Baustelleneinrichtungsplan. Das ist ein Plan, der auch von der Stadt gefordert worden ist im Rahmen der Baugenehmigungsunterlagen, weil wir uns natürlich Gedanken machen müssen, wie organisieren wir das Baufeld während der Bauphase. Man sieht hier in Rot den zukünftig zu erwartenden Bauzaun, der eigentlich fast die ganze Teilfläche 2 einschließt. Im Grün sind die Fußgängerströme zu sehen. Wir wollen auf jeden Fall die Baustellenzufahrt von kreuzendem Personenverkehr komplett frei halten. Das ist für so eine große Baustelle ist das eine absolute Voraussetzung. Das heißt, die Fußgänger, die von Norden kommen, werden entweder hier über den Campus geführt, dann Richtung Wohngebiet oder eben hier auf die andere Straßenseite von der Uelzener Straße geführt. Wir sehen hier eine Baustellenzufahrt, die sich in der ganzen Länge hier eben auf dem Grundstück selber befindet. Das ist also nicht außerhalb, sondern auf dem Grundstück. Und es gibt also hier auch einen Wendehammer, der also sozusagen, man kann hier reinfahren, oder die Baufahrzeuge können hier reinfahren, abladen und wieder rausfahren. Man hat hier genügend Lagerflächen und Containerflächen zur Verfügung. Das Warmhaus selber wird nach wie vor über die Heinrich-Böll-Straße erschlossen und auch der Außenbereich des Warmhauses bleibt in diesem Bereich erhalten. Zu den Stellplatznachweis ist zu sagen, wir haben einen Gesamtbedarf nach Fertigstellung des Neubaus von 769 Stellplätzen. Das sind die üblichen Berechnungsgrundlagen, die dort zugrunde gelegt worden sind für Universitäten, plus die Umbauten und Ausbauten, die jetzt schon stattgefunden haben. Wir haben hier nachgewiesen in unserem Nachweis 780 Stellplätze, das heißt also inklusive der 11 behinderten Stellplätze, die wir auf dem Campus haben. Während der Bauphase selber sind natürlich die 240 Stellplätze, die wir alleine nur für das Neubau des Zentralgebäudes brauchen, noch nicht erforderlich, das heißt, die können wir abziehen. Das sind 529, wir weisen 551 mindestens nach. Ich zeige das nochmal in einem Plan. Grundsätzlich ist die Vorstellung der Universität nach wie vor, den Campus möglichst autofrei zu gestalten. Das heißt, das, was wir jetzt haben, ist ja ein Zustand, der von allen Seiten auch kritisiert wird. Um das zu erreichen, wird der ruhende PKW-Verkehr auf 3 Bereichen zentriert werden. Und zwar sehen wir das jetzt hier. Hier vorne wird jetzt gerade ein Parkhaus, eine Parkpalette gebaut mit 229 Stellplätzen. In diesem Bereich hier wird das Gleiche passieren, was hier passiert, auf dem P1, etwa mit 240 Stellplätzen. Und hier unten in diesem Bereich ein Parkhaus mit 300 Stellplätzen. Diese Stellplätze sind im B-Plan so vorgesehen gewesen, die Orte, übrigens mit sehr viel höheren Kapazitäten. Was parallel dazu gelaufen ist, ist ein Gutachten, der die akustische Belastung untersucht hat und infolgedessen sind diese Parkhäuser als allseitig geschlossene Parkhäuser konzipiert. Das heißt, das hat nicht nur eine feste Wand, sondern hat eben auch ein Dach oben drauf, um eben die Emissionskontingente, die es ja gibt, über den B-Plan nachzuweisen und einzuhalten, und wir unterschreiten diese deutlich. Das heißt, wir haben
zum jetzigen Zustand eine deutliche Verbesserung. Das muss man, glaube ich, hier ganz deutlich sagen, denn wir haben zurzeit offenes Parken auf P3 und offenes Parken auf P4. Und was wir zusätzlich haben, was wir in Zukunft haben werden, ist ein geschlossenes Parken in P4. Die Zufahrt wird nicht mehr über die Heinrich-Böll-Straße passieren, sondern über eine interne Zufahrtsstraße hier. Und zusätzlich, um das Wohngebiet in diesem Bereich, wo es eine Lücke gibt quasi zwischen dem neuen Parkhaus und der Erwärmungshalle, wird eine Schallschutzmauer in 3 Meter Höhe gebaut, um eben die Emissionen in das Wohngebiet weiter zu reduzieren. Das ist alles genau berechnet worden und nachgewiesen worden, dass wir die Emissionspunkte, die entscheidend sind, deutlich unterschreiten. Nachhaltigkeit ist schon genannt worden, das ist ein Thema, was die Universität von Anfang an sehr bewegt hat und die auch berücksichtigt worden sind im Verfahren. Ich zeige nur ganz kurz, ganz grob einige Punkte. Es ist natürlich so, wir haben zum einen sehen wir eine deutliche Reduzierung des Gebäudes insgesamt in der Höhe, es ist sehr viel kompakter geworden, es sind Veränderungen haben stattgefunden in der Art und Anzahl der Öffnungen, das heißt für den sommerlichen Wärmeschutz ist etwas getan worden, dass die Fensterflächen insgesamt kleiner geworden sind, um eben keinen Wärmeeintrag zu bekommen, den man dann eben kühlen müsste. Insgesamt ist natürlich die Zusammenlegung von universitären Aktivitäten auf einen Bereich, also sprich von Volgershall und vom Rotenfeld auf den Campus Scharnhorststraße sehr positiv zu bewerten, weil eigentlich der Pendelverkehr entfällt. Insgesamt mit allen Maßnahmen, die wir ergreifen, sind wir in einem Bereich, der im Endenergiebedarf deutlich unter dem liegt, was sozusagen jetzt natürlich der Querschnitt der Nichtwohngebäude in Deutschland hat. Sie sehen hier, das wird also um 59% unterschritten. Das Wesentliche dabei oder ein wesentlicher Baustein hierfür ist natürlich die Leistungsfähigkeit der Fassade und der Fenster. Wir haben also eine 3-Scheiben-Verglasung und wir haben eine sehr starke Dämmung. Dazu kommen Maßnahmen, zum Beispiel eine sogenannte Kühldecke. Das ist eine Decke, die mit relativ geringen Vorlauftemperaturen Wärme erzeugen kann und auch Kälte wiederum abgibt, auch als Speichermasse wirkt. Das Gebäude hat vielleicht noch, um 2 Dinge zu nennen, einen Preis gewonnen im Bereich des Wettbewerbes energieoptimiertes Bauen, des Bundeswirtschaftsministeriums ausgelobt hat. Das ist der Preis an sich ist nicht das Entscheidende dabei, sondern man kriegt damit Fördermittel und wir können dort innovative Technologien ausprobieren, wie zum Beispiel Vakuum-Isolierverglasung, Vakuum-Isolierdämmung. Wir können bestimmte Steuerungsmechanismen im Bereich der Gebäudeleittechnik, der Anpassung sozusagen der technischen Installation an das Nutzerverhalten dort in dem Gebäude ausprobieren. Und dafür sind Fördermittel beantragt und auch genehmigt worden. Der zweite Standbein ist die Energieerzeugung selber. Wir haben einen Block Heizkraftwerk vor Ort. Dieses Block Heizkraftwerk soll auf Biogas umgestellt werden und es soll nicht nur eine Fernwärme, sondern auch ein Fernkältenetz installiert werden. Auch das wird über das Programm NF-Stadt gefördert. Wichtig dabei ist, dass wir aber die Bereiche, die gekühlt werden, ganz stark reduziert haben. Also nur auf die innenliegenden Bereiche. Die außenliegenden Bereiche sind ganz konventionell über eine Nachtlüftung zu kühlen. Das heißt, es gibt Öffnungsmotoren an den Fenstern, die dann auffahren, um eben kalte Abendluft hineinzulassen und die dann sozusagen dann auch gespeichert wird in den genannten Deckensystemen. Vielleicht nochmal zum Schluss ganz kurz etwas zum Grundflächenplan. Das sind nun alles die Vorgaben, die wir im B-Plan-Verfahren gefunden haben. Die Dachbegrünung auf den Bestandsgebäuden, Bibliothek und Hörsäle, die sind jetzt, glaube ich, auch schon beauftragt, dass die durchgeführt werden. Das Studierendenzentrum und das Seminarzentrum selber werden ebenfalls begrünt. Wir legen Magerrasenflächen im Umfeld des Zentralgebäudes an. Es gibt eine Regenwasserbewirtschaftung. Das heißt also, wir nutzen das Regenwasser, es wird aufgefangen, es wird als Grauwasser wieder genutzt, es wird für die abiate Kühlung eventuell benutzt, aber auch
zur Beregnung der Außenflächen genutzt und wenn noch etwas übrig bleibt, wird das versickert vor Ort über eine Pigole. Und dann gibt es natürlich die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Das heißt, wenn wir Bäume fällen an der Uelzener Straße, dann werden dort 23 werden zusätzlich im Verhältnis 1:1 Bäume wieder gepflanzt. Es gibt weitere 22 Laubbäume an der Erbsdorfer Landstraße. Es gibt 350 Quadratmeter Gehölzpflanzungen jetzt außerhalb unseres Geländes. Und es wird Magerrasen im Bereich des Flugplatzes angelegt. Das sind übliche Verfahren, die gemacht werden, um eben bestimmte Verluste, die man hat, zu kompensieren. Insgesamt ist es aber so, dass wir den Gesamtversiegelungsgrad auch auf dem Grundstück selber, also auf der Teilfläche selber, deutlich unterschreiten. Es ist also ein B-Plan, sieht vor, dass man also einen Versiegelungsgrad von 0,7 erreichen darf. Wir erreichen 0,63, glaube ich. Hier nochmal eine planerische Darstellung zum Grünflächen und auch zum Grünflächenplan. Man sieht hier die Begrünung der Hörsäle und der Bibliothek. Und hier die Magerrasenflächen in diesen Bereichen. Als letzten Plan nochmal einen, der dauert ein bisschen, bis er aufbaut, eine Übersicht über das Umfeld des Zentralgebäudes selber. Das sind sehr weitgehende technische Abstimmungen schon zum Brandschutz und zur Problematik Feuerwehr. Also diese roten Bereiche, das sind eben die Feuerwehraufstellflächen, also dort, wenn ein Brandfall, wenn ein Brandfall wäre, wo jetzt sozusagen dann die Löschfahrzeuge sich hinstellen können und dazu gibt es also ein umfangreiches Brandschutzgutachten, was dieses alles einzeln regelt. Soweit. Schönen Dank. Ja, schönen Dank. Geht es? Schönen Dank, Herr Wese. Herr Keller, wollen Sie noch was ergänzen oder Frau Rose? Ja, bitte. Gut. Ich würde gerne noch einen Satz zu der Förderung des Bundeswirtschaftsministeriums ergänzen. Herr Riese hat sachgerecht hier die Förderungen, die investiv sind, dargestellt. Das Ganze ist aber natürlich, wir sind hier an einer Universität verbunden, auch mit einer Begleitforschung, die ebenfalls gefördert ist und die sicherlich hinten raus für die Menschen, die Ergebnisse sich erwarten zu solchen innovativen Baustoffen, das wirklich Interessante bieten. Und das wird auch von unserem Haus mit begleitet. Das war der eine Punkt. Und dann wollte ich gerne noch etwas zu den Raumzuschnitten sagen. Die Flexibilität, die Herr Rehse angesprochen hat in dem Forschungszentrum, ist unter anderem natürlich auch dem Anspruch geschuldet, ein nachhaltiges Gebäude im Sinne der Nachnutzbarkeit zu schaffen. Das ist für die Fachleute unter Ihnen ein bekanntes Thema und viele scheitern immer wieder daran, weil sich Anforderungen langfristig dann doch so ändern, dass das Gebäude es nicht hergibt. Wir wollten es dennoch versuchen, hier ein Raumkonzept zu entwickeln, das einer sich wandelnden Universität auch noch in 20 Jahren gerecht wird. Das werden wir dann sehen, ob es uns gelungen ist. Danke. Können Sie vielleicht, Herr Rehse, noch was zu den Baustoffen sagen, die Sie verwenden? Ja, also wir haben, wir fallen im Bereich des Forschungszentrums in die Hochhausrichtlinie. Das heißt, also dort gibt es keine Alternative zu dem altbewährten Baustoff Beton. Das ist eine Sache, die uns zum Beispiel beim DGNB durchaus einige Punkte gekostet hat. Also die DGNB-Vorzertifizierung basiert jetzt auf Silber. Wir versuchen das weiter zu verbessern im weiteren Prozess. Da muss man aber natürlich ganz klar abwägen. Wenn man flacher baut und weniger hoch baut, dann versiegelt man natürlich auch wieder mehr Fläche. Das heißt, man treibt da eventuell auch den Teufel mit dem Belzebub aus. Ansonsten haben wir die innovativen Baustoffe sind zum Beispiel im Bereich von sogenannten Phase Change Material. Das ist Material, was Wärme aufnimmt und über die Änderung des Aggregatzustandes aufnimmt und dann auch wieder abgibt im Abendzustand. Das sind also auch Teile, die eben über diesen Änderungsprozess gefördert werden. Die Außenfassade ist als Zinkblechbekleidung geplant mit einer sehr starken mineralischen Wärmedämmung in den Außenbereichen. Ansonsten haben wir entweder die Vakuum-Isolierverglasung, die auch ein Teil sozusagen des Änderungsverfahrens ist, oder eben eine Dreischeibenverglasung.